Moin aus Valleggio zum Minico. Wir fahren jetzt von unserem Schlafplatz weg. Ich drehe mal die Kamera. Jetzt fahren wir Richtung Po. Buongiorno. Da geht ihre ganzen Federbetten raus. Geradeaus soll nicht. Nach 400 Metern rechts abbiegen auf Via Circunvallazione Sud. Siehst du da was? Nach 200 Metern nach links abbiegen. Das hier ist jetzt Pozzolo sul Minico. Locanda Vittoria, Apotheke, Dottore de Bambini. Buongiorno. Oha. Damit ich hier auch nicht Kind sein auf dem Dreirad. Nee, guck mal, du kommst aus der Haustür und bist gleich auf der Straße. Ja. Sportplatz. Und schwupp sind wir raus aus dem Ort. Sind wir hier in Massimbruna. Italienische Möwenschiss. Der Minico. Kommt es das Restaurant? Schön. Das ist hier auf der Ecke, ne? Ja. Da stand eben was in Deutsch. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Aber der fährt und macht bestimmt nur Pause. Der hier? Ja. Mülleimer haben wir hier auch. Sitzen können wir hier auch. Soll ich mal hier so haben? Ja. Ich fahre nochmal zurück, dass wir gerade stehen. Yeah.
ein idyllisches Plätzchen, das auch ausgeschildert ist für Camper, Area, Sosta Camper, maximal 3,5 Tonnen. Da ist Müllentsorgung. Hier ist so ein Wiesenstreifen. Da ist auch noch ein kleiner Ascheimer. Dahinter ist so abgesperrt. Ich weiß jetzt nicht, was da steht. Ein Wohnmobil steht da auch. Ja, und hier kann man dann auf der Wiese sich einen Stuhl hinstellen oder. Und dann guckt man hier auf den Po. Nicht der Orinoco Flow, sondern der Depot. Und da ist ein kleiner Hafen für Bötchen. Hier ist unser Stellplatz. Das ist der Po. Wie das jetzt hier genau heißt, weiß ich nicht. Da ist eine Wiese mit so Bänke und was weiß ich. Da ist Abfalleimer. Ein Wohnmobil steht da noch und wir. Da hinten ist auch noch Müll für Flaschen und so. Und ja, wir stehen jetzt hier so vielleicht 2 oder 3 Tage. Das ist sehr schön hier. Ich glaube 18 Kilometer vor Parma sind wir jetzt. Viel? Nee, so tröpfchenweise. Ach so, okay. Ist das vom Abwassertank vielleicht? Wollte das Sven gleich mal zeigen. Ja. Jetzt hat es aufgehört. Da, jetzt wieder. Liege jetzt in meinem Auto. Von da kommt das. Und das tropft hier so. Haben wir das zu voll gemacht? Wir haben ganz kurz zuerst gestanden. Mhm. Und haben uns dann dahin überlegt. Jetzt habe ich da eine kleine Schüssel untergestellt. Das ist ja hinten, das kann nur das Abwasser irgendwie sein oder das Zuwasser. Jetzt gehe ich mal hoch. Bei Bewegung wird das mehr. Gitte soll mal gucken. Typisches Beispiel. Ich habe die jetzt gerade hinter mir mit ihrer zwei komischen Pudelmischung. Sie war da hinten auf der Wiese die ganze Zeit. Gitte und ich haben uns hier die Picknickdecke ausgebreitet. Hier, ich sag mal so 3 Meter neben Gitte, scheißt der Hund hin und wird natürlich liegen gelassen. In Deutschland hätte sie schön Strafe bezahlt. Jetzt fährt sie weg. Was sagen wir dazu? Mm. Nichts. Nee. Hier ist unsere Picknickdecke. Na, was sollen wir uns da überärgern, ne? Nein. Peschira hat er gerade auch gesehen, da war da auch so ein, wie soll ich ihn beschreiben, eine zu enge Steppjacke, eine Röhrenstretch-Jeans, Turnschuhe, vielleicht so in unserem Alter oder 60, Mitte 60, keine Ahnung. Jedenfalls so Sonnenbrille, die Haare grau zurück. Hat nur noch der hochgekreppte Polo-Kragen gefehlt bei dem. Wir denn noch, oh ja, guck mal, der sammelt die Scheiße von seinem Hund auf. Dahinter ist eine Villa gewesen, hinter der Hecke. Pst, der Beutel rüber. Ja, unglaublich. In Gärten rein. Wir haben uns hier unseren Outdoor-Kocher hingepackt mit einer Pfannenhalterung oder Topfhalterung und machen jetzt gerade hier die Pfanne heiß für unsere Schaschlikspieße. Offerta Speziale 8,38 Euro oder 88. Oliven stehen schon wieder da. Wir braten das hier jetzt draußen. Weil Grill wollten wir nicht anmachen. Da hinten ist Naturschutz hinter diesem Zaun. Und da steht, glaube ich, nicht rauchen, grillen und so. Wir machen das jetzt hier ohne Grill. Gebraten geht auch. So,
unser Mittagessen heute. Bunte Spieße, Bandnudeln mit Tomatensauce von gestern, angereichert mit ein bisschen Raspelkäse, Caprese und Oliven. Elida hat Reis und Fleisch. Es gibt Reis. Machst du noch eins? Was machst du jetzt? Ich mach den Schlafsack. Schlafsack ich. Statt Bettdecke ich. Ihr dürft hier nicht rauchen, ihr dürft hier nicht grillen. Nee, ihr dürft da. Nicht dahinter nicht. Das ist Naturschutz. Das ist Naturschutzgebiet. Ja. Popi von Simpsons, Kette. Nee, wie hieß die? Die Baby? Sissi im Sanatorium auf Malta. Sie braucht eine Luftveränderung. So. Das ist bestimmt kuschelig. Ja. Leider sitzt hier unter diesem Baum und wird beraubt. Fallen immer so eine. Na, ich will es jetzt nicht sagen. Ich bin im. Das sage ich nur zu Hause bei der Gassi-Runde. Ich bin ein Kokon. Kokon. Was machen wir denn hier? Siesta. Nach dem Essen gibt's Siesta. Jetzt hatte ich von einer Zuschauerin einen tollen Tipp. Moment, nämlich gesagt, mit unserem getrockneten Rosmarin kann man wunderbar Rosmarinsalz machen, in ein Gefäß geben und mit dem Mixer vermixen, also verquirdeln. Weil die sind ja ziemlich so nachher wie Tannennadeln, Rosmarin, wenn er getrocknet ist. Und dann die ätherischen Öle, dann hat man so ein Rosmarinsalz. Danke nochmal für den Tipp, den kannten wir nämlich nicht. Ein Vogelkirschebaum. Ein Gesumse hier drin. Ehrlich, ich habe voll das Fresskoma. Ich bin voll schlapp. Geht das noch alarmig? Leider ist drin. Und ich, der wie unsere Betten zum Lüften draußen. Ich könnte jetzt hier so reinschnorcheln. Noch ist es ja zeitig, ne? Ich glaube, ich döse ein bisschen. Naptime. Schlepptime. Also, ich bin jetzt hier so ein Stück gelaufen. Da hinten steht Donatella. Hier ist ein Bootsanleger. Viele kleine Boote. Und da ist irgendwie ein Café, Restaurant. Ich gehe mal weiter. Das schauen wir uns mal aus der Nähe an. Comune di Boretto. Attenzione. Ich glaube, das hat hier alles noch geschlossen. Die Boote fahren auch erst ab 9. April geht's hier los. Saisonstart. Was ist denn hier jetzt los? Was ist denn hier jetzt los? Wir haben. Sanna hat uns einen Kaffee gemacht mit Schuss Sahne. Und ich habe uns Erdbeeren mit Sahne gemacht. Die sind hier unten drunter. Frische Erdbeeren. Warum vermüllst du jetzt meinen Becher und deiner ist jetzt schön? Ich kann meinen auch vermühlen. Guck, ich wollte doch nur die Erdbeere zeigen. Ungezuckerte Erdbeeren mit gezuckerter Sahne. Ja. So, Prost Kaffee.
Prost. Gleich leer. Nähnadeln. Da brauche ich eine. Nehmen wir mal die. Also den Faden da durchkriegen. So. Kleine Schere. Sogar Druckknöpfe haben wir hier, lo. Und Garn. Ich nehme das Rosane erstmal. Passt ja. Zucker. Das wird jetzt der grobe Matratzenstich. Ganz gleich, ob Sie häufig mit Autodoc sparen Sie Zeit und Geld. Die Preise sind in der App. Bella Madonna, Bella Bella Mia, komm mit mir heute Abend in die kleine Osteria. Draußen in der Laube trinken wir dann Vino und geben die Kerze mir. Oh Bambino, stöße dich, stöße dich, stöße dich. Bella 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 Donna, Bella Bella Mia, komm mit mir heute Abend in die kleine Osteria. Da ist die Welt so schön. So wunderschön. Bella Bella Donna, Bella Bella Mia, komm mit mir heute Abend in die kleine Osteria. Draußen in der Laube trinken wir ein Vino und jeden Kuss sagst du mir zärtlich, oh Bambino. Stör sie nicht. Bella 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 Donna, Bella Bella Mia, komm mit mir heute Abend in die kleine Osteria. Die am blauen Meer, da ist die Welt so schön, so ist die Welt so schön. Und die Zypressen stehen am blauen Meer, da ist die Welt so schön. So wunderschön. Bella Bella Donna, Bella Bella Mia, komm mit mir heute Abend in die kleine Osteria. Draußen in der Laube trinken wir ein Vino und nach jedem Kuss hast du mir zärtlich, oh Bambino. Am blauen Meer, da ist die Welt so schön, so von die Welt so schön, wo die Zypressen stehen. Ja. Da ist die Welt so schön, so wunderschön. Da ist die Welt so schön, so wunderschön. Noch nicht. La Montana. Abbronzate tutte chiazze. Peli rosse un po' paonazze, sono le ragazze che prendono il sol, ma ce n'è una che prende la luna, tintarella di luna.
Cintarella con un latte. Tutta notte sopra il tetto. L'ombretto con i gatti. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Questo è aber nicht die, die ich meinte. Pelle rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole. Ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di luna, tintarella volo catte. Te ne di candida, tintarella di luna, tintarella con lo latte. Tinta bianca la tua pelle, tinta bella pelle. Razzi di luna, cin cin cin, baciano te al mondo nessuna, sei candida come te. Tintarella di luna, tintarella con lo latte. Tutta notte sopra il tetto, sopra il tetto con i gatti, e se c'è la luna piena, diventi candida. Candida, se c'è la luna piena, diventi candida, candida, candida. Allora io quasi 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 vengo a sintonia dei desideri e mi pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Alle mitmachen! Wuhu! Ich bleib schon ein ganzes Fest von Ben. Wir wollen drehen ein! Wir wollen drehen ein! Es ist noch nicht zu Ende. Hier, das Und jetzt alle. Tudo. Lungo per me.
quasi te. E allora io quasi quasi te. Poi vengo su. Gab es einen erfrischenden Regenschauer. So 2 Stunden hat das so geregnet und warm ist es trotzdem. Jetzt ist das so dunstig. Wir wollen noch mal ein bisschen laufen. So ein Abendspaziergang mal in Richtung Dom. Na, das ist schon fast die Basilika hier in diesem Ort. Der Po. Hör mal dieses Glockenspiel, das ist ein hübsches Lied. Nimm mal den Rucksack bitte von Mama da. Da steht Donatella. Wie süß und knuffig sie aussieht, ne? Ja. Gitte, wo sind wir? Achso, das ist hier nur ein Innenhof. Ja, alles leer. Ja. Messe, die ganzen Autos hier, ne? Ja. Setz dich einen Augenblick dahin, geht er. Ich sag ihm, sie leider, das ist Erika. Hast du das Ding benannt? Das ist Erika. Frag gleich mal Mama. Frag mal Mama. Ach. Was soll ich fragen? Wie das heißt? Wie heißt dieses Ding dahinter? Nein, das hier, wie heißt das? Hat doch einen Namen. Das ist Heide. Ja, und wie heißt die? Erika. Das ist Erika. Ich sag ihm leider, das ist Erika. Hast du die jetzt benannt? Nein, und du, die heißt wirklich Erika. Kirche. So, was hat das jetzt mit dem Schild auf sich? Das Schild sagt, das ist zum 50. Jahrestag der Hochwasser, weil es nur eine Erinnerung bleibt, von 14.11.1951 und am 14.11.2001. Beides Mal? In diesem Landstreifen im unteren Regiana, der von den Wassern des Po geworben wird, werden sie zu den Nachkäufern getragen für eine immer wachende Aufmerksamkeit. Für die Sicherheit und Schutz des Territoriums. Rathaus und Menschen wollen erinnern. So, das ist natürlich die Übersetzung von Google, ne? Ja. Aber jetzt wissen wir ja, was das ist, die Tafel da. Torre Civitia. Was ist denn da? Ich wollte mal dran schnuppern.
Oh, das ist aber auch ein Duft hier da. Oh, ich könnte mich da reinlegen. Ui. 8 Uhr. Das ist ein bisschen so wie ein Sack unten, ne? Das ist Bubu. Herr Bubu. Und sie ist noch geschlossen. Geht jetzt gerade auf. Jetzt wohl nicht mehr. Jetzt geht sie runter. Jetzt ist es 8. Ich dachte, das Glockenspiel fängt nochmal an. Hier entdeckt. Einen italienischen Wollladen. Guck mal. Volle kleine Accessoires. Und niedlich. Guck mal, das Besteck. Adriasil. Granitaschen. Gehäkelt. Wäsche. Guck mal, der gestippte Bademantel. Ist hübsch. Il Cassetto delle Od Idee. Hier ist Yankee Candle. Nee, Village Candle. Das ist schon los wie ein Bumbo und Bambo. Die Blumennamen. Erika. Ja. Ich lag da immer noch wegen vorhin, weißt du? Jetzt sind du hast gelernt, dass Heidekraut auch Erika heißt. Hast du ihr jetzt einen Namen gegeben? Nee, hast du sie jetzt benannt? Prozession. Vielleicht sind die alle zu so großen. Ja, fahren die alle hin. Ja, deswegen ist es hier wahrscheinlich auch so still. Vamos a la playa, a mi negro sabaela. Sag mal. Vamos a la playa. Ich nehme lieber eine neue. Okay. Zeig Mama das bitte. Ich will nicht, dass Mama nicht weiß, über was wir lachen. Bitte zeig ihr die Blume. Ja. Hast du sie zerquetscht? Nein. Aus Versehen ist der Stängel ab. Ist ja nicht schlimm. Aber deswegen haben wir eben die ganze Zeit so gelacht. Aber weil du sie flicken wolltest. Nein, weil ich so gesagt habe. Wie lausche ich jetzt? Die Lichter, so wie kann man so schön Bilder malen, Aquarellbilder. Ja. Morgen. Oh nein, morgen ist Ostersamstag. Übermorgen ist Ostern und Montag. Wie heißen die noch? Sag doch. Sukkulenten. Ja. Ja, danke, tschüss. Oder zwei. Haupt der Sabine. Oh. Das fehlt mir. Entschuldigung. Wir kriegen ein gutes neues Zuhause. Dreimal tief durchatmen. Ich muss erst mal aufhören zu hecheln. Es ist voll warm. Die Baracke.
ganze Nacht in die Nase. So, wir sind zurück. Wir haben Licht angelassen. Spar-LEDs. Flammenkuchen. Brigitte hat wieder optimiert. Zeigen Sie doch mal, Frau Schulz. Ja, also wie gesagt, die Gardine gekürzt. Das habt ihr ja gesehen vorhin. Mit musikalischer Untermalung. Dann ist hier jetzt die Fleischzange. Hier ist Schöpfkelle und Wendy, Küchenutensilo. Hier oben sind die Klipse. Da oben haben wir Sammelsorio, Souvenirs aus Venedig, von der Ostsee. Sanne und Sven, ich und Elida, La Familia. Hier hängen unsere Bananen. Handfeger und Schaufel, kleines Kehrgerät. Ja, immer griffbereit. Rosmarin, der hier trocknet. Ja, da trocknet der Rosmarin. Mhm. Und hier oben sind jetzt nur Becher. Mhm. Da oben die Teller. Hier ist noch so ein Utensilokistchen. Und hier unten sind die Gläser. Mhm. Hier sind unsere Likörgläschen. Und da oben die Espresso-Maschine. Genau, und da ist die Espresso-Maschine. Mhm. Richtig. So, das war es jetzt eigentlich schon. Schublade. Gabelmesser, kleine Messer, Utensilo und Löffel. Mhm. Hier unten haben wir auch aufgeklärt. Mhm. Handtücher, unten Pfanne, Töpfe, oben auch Töpfe. Aha. Den Omnia habe ich nicht gefunden. Der ist hier drin. Ah, okay. Den könnte man da jetzt auch noch mit reintun. Oh, das ist gut. Da wäre jetzt Platz. Dann packen wir ihn da auch rein. Ja. Und was sagt der Kühlschrank? Wie sieht der aus? Der ist immer noch gefüllt, gut gefüllt. Zeige ich mal. Er ist voll. Hatte der kein Licht? Nee. Ach so. Aber er ist an, aber er hat kein Licht. Okay. Ja. Mhm. Da war die Fleißmeise wieder. Und wir haben uns einen schönen Tee gekocht. Einen Kräutertee von Heide. Hannelore. Hannelores gute Laune Tee. Hannelores gute Laune Tee. Ja. Aus der Emaillekanne. Enjoy was? Free Wild. Was steht da? And happy. Ja. Free, wild and happy. Ja, und das ist das unser Tee drin. Das, aua! Ah! Ja, die wird sehr heiß. Ja, Emaille. Ja. Free, wild and happy. Wir haben uns hier schön Kerzen angemacht. Hier ein Schwenk über den Tisch. Echt Kerzen. Die LEDs, die hatten wir brennen, wie wir unterwegs waren. Da passiert ja nichts. Und die Lichterkette oben hatten wir auch brennen. Ja, und jetzt? Ja, hier ist unser blinder Passagier. Der hängt jetzt hier. Wie viel Grad haben wir denn hier drinnen? Wir haben jetzt, ohne Brille sehe ich nichts. Ja. 21 Grad. Ja. So, jetzt gibt es einen schönen heißen Tee. Ich habe einen schönen kalten Tee. Hau rein. Leider, du auch? Ja. Schiffsbrücke, Besamenkäufchen. Dazu passt besonders eine Tasse Tee. Ja. Und, Gitte, jetzt kommt's. Einen
Ich sehe schon kommen. Eierpunsch. Ist das Punsch? Ja. Aber den macht man ja heiß eigentlich, ne? Nun haben wir ihn jetzt nicht noch heiß gemacht. Mir ist eh warm genug. So, Stößchen. In die Augen gucken. Ja. Probier den mal, das ist ja jetzt Relaya-Likör. Das ist Punsch, den man eigentlich warm trinkt. Der schmeckt anders, ne? Ja. Mhm. Nicht, dass die Eier schlecht sind. Befimmt. Moin. Also nicht moin. Guten Abend. Wir wollen jetzt das Glas erheben. Und zwar gibt es was zu feiern. Dank euch sind wir jetzt in einer Wahnsinns-Klönschnack. Team Klönschnack sind wir jetzt 3.800 Abonnenten. Wenn nicht gleich nach dem Video wieder welche abspringen, geht's aufwärts. Und dafür wollen wir Danke sagen. Brigitte, ja. Lass also das Glas erklingen. Pass das bitte unten an, dass es klingt und nicht so scheppert wie so ein alter... Dankeschön. Auf deine Abonnenten. Auf die Abonnenten, auf euch. Ihr kriegt alle Tränen ein. Ich bin auch eine. Du bist aber auch Mittäter. Finn auch. Lukas auch. Ihr seid Mittäter. Ja. Wir sind Täter. Mittäter. Ich sage hier nochmal auf euch. Wieso ist das so verschwommen? Ja, wir auch. Eben war das nicht verschwommen. Egal, mach weiter. Eben war das auch verschwommen. Ich sage nochmal Danke und wünsche euch einen schönen Abend. Morgen ist ein Samstag, noch nicht Ostern. Gruß, Kuss und Schluss.